Hallo und willkommen zu einer kleinen Mod-Vorstellung. Das mache ich hier jetzt neu auf dem Kanal. Heute stelle ich die zwei Bagger von Liebherr vor. Ich weiß gerade nicht von welchem Modder. Der hier, der große, fährt nur 8, der 20, aber dafür kann der hier schon viel mehr. Dazu gibt's diese Geräte, also das ist viel, viel mehr aufs Forst ausgerichtet, sag ich mal. So, fangen wir mal mit dem Kleinen hier an. Kann einsteigen. Motorstart. Ist genauso wie bei einem Trecker. Tür kann man aufmachen. Und jetzt guck mal alle auf dem Joystick. Da links der Joystick. Richtig geil. Und beim anderen gibt es noch etwas Geileres. Ja, hier natürlich immer mit den Kameras. So. Und ich werde die Map so lassen, dann habe ich irgendwann ganz viele Mods hier stehen, die ich euch mal vorgestellt habe. Ist eine kleine Mod-Vorstellung, ich weiß. Hier Start, Joystick wieder so wie beim anderen. Tür kann man auch aufmachen. Aber guck mal. Hört man mild. Und die Betalen. Und jetzt. Warte. Ach, das ist zum Lenken, das Ganze. Das ist so wie das Lenkrad. Auch nicht schlecht gemacht. Hinten noch eine Rückfahrt. Ne? Lampe. Eine kleine Vorstellung hier. Okay. Raus hier. Ja, der eine kostet 95.000, der andere 90. Also, das hier ist eher der kleine. Den ich aber irgendwie geiler finde. Obwohl der nur 8 Kamera fährt. Und das hier ist der große. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Hier hat man noch so etwas. Stubenfräse auch noch. Also ich kaufe mal eben das, was interessant aussieht. Schiebeschild und die Stubenfräse. Die anderen kennt man ja sonst so auch. Ach nee, 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 das war falsch. So. Das ist so kompliziert damit zu fahren, Leute. Hinten könnte man noch einen Anhänger hinhängen. Fangen wir mal hier das Schiebeschild. Ach so, das kommt da dran. Okay. So, und zum Beispiel das MF-Paket werde ich nicht vorstellen, weil man das in meinen Lostberg-Videos eh auch noch sieht und so, ne? Von daher muss ich das jetzt auch nicht vorstellen. Nur halt neue Mods, zum Beispiel noch ein Forst-LKW werde ich vorstellen. Ich finde das so geil bei dem, wenn man vorwärts hört, wie sich das anhört. Richtig gut gemacht. Felder erstellen zulassen, Flug einschalten, Frontladerwerkzeug an einschalten. Wer muss alles noch angucken? Zurück, wie viel Kamerafelder? Auch 8. Da kannst du auch die Kabine theoretisch dann noch umdrehen, denn das ist schon gut. Und man sieht sogar die Hände da. Sieht ihr das in der Fahrerkabine? Ey, das ist echt gut.
bin erstaunt, weil sonst achtet man nie so aufs Lenkrad und so, ne? Also, was kann das hier alles? Kontrollgruppe wechseln. Okay. Guck mal hier. Ist ein ganz normales Schiebeschild. Okay. Hier, was kann die jetzt hier alles? Flug einschalten. Ach so, das soll so ein Flug sein. Nee. Ich weiß es nicht. Naja, okay, das war's dann aber. Und rum reicht noch. So, zack. Hat er auch. Okay, Leute. Das war's von dieser kleinen Mod-Vorstellung. Ich mach noch mehrere. Ciao, bis zum nächsten Mal.